Offener Brief an den zweiterplatzierten Euro-Contest Alex Deal, Autor D. Seltzer McKenzie. Werter Herr Deal, als Musiker, Klammer auf, ich komme zusammen mit meinem verstorbenen Bruder Bon Scott von einer nicht unbekannten Australian Rockband, Klammer zu, möchte ich Ihnen doch hier mal etwas schreiben bzw. kritisieren, was eben dazu geführt hat, dass Sie gestern am 25.02.2015 eben nicht den Tagessieg davongetragen haben, obwohl es eigentlich Ihr Song verdient gehabt hätte. Ich sage offen, Ihr Song war eigentlich hervorragend und bin sicher, viele der Wähler haben das auch so gesehen, letztendlich aber denn doch gezögert, Klammer auf, wie auch ich, Klammer zu, die 50 Pfennig für einen Anruf auszugeben. Ich habe mit besonderem Interesse mir das angesehen, weil Sie in ARD Brisant vor einigen Tagen ein Interview gegeben hatten und dort behaupten, Ihr Song sei schon millionenfach im Internet geklickt worden. Das ist natürlich eine Lüge, ich konnte es nicht glauben, tatsächlich haben Sie bei YouTube etwa 90.000 Klicks, aber das ist auch recht ansehnlich und ich frage mich, warum die enorme Übertreibung. Aber der Grund, warum Sie nicht gewonnen haben, liegt einzig und allein an Ihrer Vorwerbung für diesen Song. Ich sehe Sie als Trittbrettfahrer für aktuelle Events, denn Sie haben ja oft genug darauf hingewiesen, den Song hinsichtlich der in Deutschland umstrittenen Flüchtlingskrise gemacht zu haben. Und das ist eben nicht ungefährlich. Sie wissen, in Deutschland herrscht derzeit eine regelrechte Polarisation, ich sage mal so, 50% des Volkes sind für die Flüchtlinge, aber auch 50% des Volkes sind strikt dagegen. Und wenn man dann des Volkes Wille bei Songwahlen ausgesetzt ist, weiß man nie, wer gerade vor dem Fernseher sitzt. Mich hat Ihre Werbung als entschiedener Gegner der deutschen Flüchtlingspolitik und langjähriges Mitglied der CDU-CSU zu den aktuellen politischen Ereignissen gestört und den Songtext haben Sie ja auch darauf abgestellt und deshalb habe ich nicht angerufen und gewartet. Und vielleicht ist das vielen anderen beim zweiten Wahlgang auch so ergangen. Ich bleibe dabei, Ihr Song war eigentlich das Optimalste, was gestern da in Köln geboten wurde, auch wenn weder Sie noch die 17-jährige Gewinnerin auch nur den Hauch einer Chance auf den Gesamtsieg in Schweden gehabt hätten. Auch die ARD, die in Teilen des deutschen Volkes als Lügenpresse gilt, hat sich deutliche Patzer erlaubt. Wie kann es sein, dass die Moderatorin Schöneberger noch während der Offenschaltung der Wähleranrufe und den Manager der späteren Siegerin minutenlang interviewt und der kräftig Werbung für seine Mandantin machen kann? Hier hat die ARD sich einen unglaublichen Patzer erlaubt und hätte wissen müssen, dass selbst bei Bundestagswahlen das Aufstellen von Wahlplakaten im Umkreis von Wahllokalen verboten ist. Selbst das stinkt schon wieder ein bisschen nach Korruption, so wie man 2010 sich den Gesamtsieg als größte Fernsehanstalt Europas erkauft haben soll. Und die Quittung wird in Stockholm kommen, hoffentlich nicht so wie im letzten Jahr, als der deutsche Beitrag von insgesamt zu vergebenden 4000 Punkten keinen einzigen Punkt erzielen konnte, obwohl der Sieg gar nicht so schlecht war. Die ARD macht es so wie Merkel, Klammer auf, oder umgekehrt, Klammer zu, man will Europa bestimmen, aber andere Europäer wollen eben eigenständig entscheiden können. Ich sehe im Internet, Sie sind erst 29 Jahre alt, aber hier sind Sie eigentlich unverdient auf Platz 2 gelandet und ich bin sicher, hätten Sie die Umgebung anders wahrgenommen, wären Sie erstmal auf Platz 1 gelandet.